Übrigens, was ich euch erzählen wollte, worauf ich übrigens hinaus wollte, insgeheim. Was haltet ihr von Steuern? In Deutschland gibt es relativ hohe Steuern. Auf alles. Außer auf Lebensmittel. Grundsätzlich finde ich die Steueridee in Deutschland sehr gut. Es gibt in Quarantäne und kein Pornhub. RIP. Ja, eben. Was macht der denn die ganze Zeit? Verstehe ich auch nicht. Und der darf ja auch keine anderen Leute treffen. Furchtbar. Ich zahle keine Steuern. Sehr gut. Sehr gut, Zio. Ich finde Steuern grundsätzlich eine gute Idee. Warum gibt es Steuern in Deutschland? Warum sind die in Deutschland meistens so hoch? Damit sie Projekte realisieren können und auch den Leuten helfen können, die das Geld brauchen. Das bedeutet, du bezahlst, je mehr Geld du hast, desto mehr Steuern bezahlst du grundsätzlich, damit du Leuten, die es nicht so dicke haben, es besser geht. Du unterstützt quasi soziale Projekte und dergleichen, die vom Staat dann quasi unterstützt werden mit deinen Steuereinnahmen. Das große Problem ist natürlich nicht, dass es die Steuern gibt und dass sie eigentlich für gute Sachen eingesetzt werden. Das Problem ist, dass das Steuergeld meistens für Dinge draufgehen, die halt komplett idiotisch sind. Wie zum Beispiel eine Maut, die ein paar Milliarden gekostet hat und die nie kommen sollte. Oder einen Flughafen, der viel zu klein ist und in Berlin oder an Berlin steht. Das ist eigentlich ein Brandenburger Flughafen. Ich weiß nicht, warum die alle so über Berlin herziehen. Das ist ein Brandenburger Flughafen, der steht in Brandenburg, der Flughafen. Das ist überhaupt, der hat nichts mit Berlin zu tun. ja. Natürlich. Aber grundsätzlich ist Steuern zahlen eine gute Idee. Das Problem ist auch, dass natürlich die reichen Leute, es vor allen Dingen Gesetze gibt, die reiche Leute damit davon abhält, Steuern zu zahlen. Was mich immer so, wie soll ich das sagen, was ich immer so problematisch finde. Ich lese jetzt erstmal nochmal die Kommentare vor. Steuergeld an sich gut, nur wird es gut verschwendet und noch schlimmer sind die Inflation, was eine indirekte Steuer ist. Das stimmt auch wieder. Das ist natürlich doof. Ist der Flughafen nicht toll zealtert? Oh, wie schön ist Panama. Der Flughafen ist veraltet. Und der ist auch sehr klein, muss man auch sagen. Auch wenn meine ganzen Arbeitskollegen gesagt haben, ja, der ist doch voll groß, der Flughafen. Und ich denke mir einfach, also der Flughafen auf Palma, Mallorca ist fast genauso groß und Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Wollte just saying. Genau. Jedenfalls, was mein großes Problem ist, immer wenn ich höre, dass Influencer aus Deutschland das Land verlassen und nach zum Beispiel Madeira gehen. Madeira, wunderschöne Insel bestimmt, auch wenn es mir da viel zu warm wäre und ich da wahrscheinlich niemals hingehen würde, weil mir das einfach nicht mein Wetter ist und ich Sonne sowieso. Also ich mag südliche Länder nicht. Also ist schon schön, Italien war jetzt sehr schön, Spanien ist sehr schön, aber es ist halt viel zu warm. Ich bin eher der nordische Typ und ich mag es, wenn es kälter ist. Mir geht es körperlich besser, wenn es kälter ist. Muss ich auch einfach sagen. Hitze ist nicht meins. Und mich stört es halt immer, wenn Influencer, die genug Geld verdienen, natürlich geben sie auch viel Geld aus, grundsätzlich, um halt dieses Geld vielleicht auch in Projekte zu stecken, die andere Leute bezahlt oder die anderen Leuten Geld geben und ein Einkommen und, und. Aber grundsätzlich finde ich schwierig, wenn sie dann nach in ein Land gehen, wie zum Beispiel jetzt Madeira, wo sie so wenig Steuern zahlen und quasi das meiste Geld davon behalten. Und natürlich sagen die meisten nicht, dass der Grund ist, dass sie dort keine Steuern zahlen müssen und weil es da wunderschön ist. Du, kann auch sein, aber meistens ist es doch eine steuertechnische Frage, muss man halt auch sagen. Man bezahlt da fast keine Steuern und deswegen sind die meisten Leute meiner Meinung nach wahrscheinlich auch da. Natürlich sind dabei die meisten Influencer auch und natürlich Influencer befruchten sich gegenseitig und dementsprechend können sie natürlich durch ihre Reichweite mehr Leute erreichen und sowas. Ist ja auch alles richtig. Aber irgendwie finde ich schade, dass sie dann quasi Deutschland verlassen, um dort halt mehr oder weniger Steuern zu bezahlen. Finde ich mir ein bisschen fragwürdig.
Im nächsten Stream dann der BER-Bausimulator. Exakt. Berlin ist die Hauptstadt. In unseren Schulbüchern stand der Regierungssitz ist Bonn, lol. Koks und Nutten. Ungehate. Du, hab den noch nie gehatet. Ich habe nie seine Videos geguckt, muss ich auch sagen. Früher die Minecraft-Let's Plays ein bisschen, wo er mit den anderen da zusammengezockt hat. Als Jugendlicher habe ich die geguckt. Aber zum Beispiel in seinem Video Milch ist Gift. Das Video ist ein bisschen übertrieben. Die Aussage Milch ist Gift ist auch grundsätzlich auch übertrieben. Aber grundsätzlich war seine Aussage in diesem Video nur, dass Milch sehr schädlich ist und eigentlich für Kuhbabys. Und das stimmt. Milch, grundsätzlich ist Kuhmilch von schwangeren Kühen für die Babys. Und Kühe werden befruchtet, künstlich, damit sie mehr Milch geben. Also grundsätzlich ist diese Milch, die wir trinken, nicht unbedingt für die Menschen gut. Und deswegen gibt es halt auch Kulturen, die keine Kuhmilch trinken und sich sofort übergeben müssen, wenn sie diese Milch trinken oder sofort Durchfall bekommen, weil sie die Bakterien haben, die man als Baby hat. Also grundsätzlich ist die Biologie oder das Fachwissen, die Anatomie dahinter, als Baby hast du bestimmte Bakterien im Körper und diese Körper können Milchsäurebakterien abbauen, beziehungsweise, ja. Ich glaube, ich müsste Milchsäurebakterien und Laktose abbauen. Aber diese schönen Bakterien verlierst du eigentlich, wenn du keine Muttermilch mehr trinkst, weil diese Bakterien sind nur dafür da, um Milch zu zersetzen. Aber wenn du jetzt als Westler immer wieder Milchprodukte isst und trinkst, dann gehen diese Bakterien nie weg. In anderen Ländern, wo man weniger Milch trinkt, gehen diese Bakterien weg und das ist normal. Milch ist Gift. Soll das heißen, ich habe mich die letzten 10 Jahre vergiftet? Quasi. Grundsätzlich, nee, wir haben diese Bakterien noch, die westliche Welt und viele westliche Menschen, aber es kann natürlich sein, dass du diese Bakterien irgendwann verlierst, wenn du wenig Milchprodukte isst und dann hast du eine Laktoseintoleranz. Das ist eine Laktoseintoleranz. Der Verlust von bakterienzerstörenden, also von Bakterien, die Milch abbauen können. Grundsätzlich ist es kein Gift. Und braucht auch, also ist halt ein sehr, sehr Dickmacher. Ist halt sehr, sehr viel Kalorien sind da drin, sehr, sehr viel Fett. So gesund ist Milch nicht. Aber auch nicht so ungesund wie Alkohol zum Beispiel. Mein Kaffee ist voll der Drogenmix, ey. Das sind die Drogen. Du, Koffein ist auch nicht so gesund, aber auch nicht so ungesund. Vor allen Dingen bei Kaffee ist das Problem nicht der Koffeingehalt, was natürlich auch Probleme bereiten könnte, zum Beispiel, das sind die Drogen, zum Beispiel Magenprobleme kann Kaffee, also Koffein kann natürlich Migräne auslösen. Ich zum Beispiel, wenn ich Tein trinke, habe ich das Problem, dass ich meistens Kopfschmerzen bekomme. Ich einen Migräneanfall. Ich hatte mal so starke Migräne, dass ich auf dem linken Auge nichts mehr sehen konnte und auf dem rechten Auge nur so ganz, ganz wenig. Das war sehr weird. Also bei mir war das so gewesen, dass dieser Migräneanfall kam nach Schwarztee. Ich habe früher mal sehr viel Schwarztee getrunken, auch sehr starken Schwarztee. Und dann irgendwann hatte ich so starke Kopfschmerzen, dass ich dachte, mein Kopf explodiert und dass ich halt auf dem linken Auge nichts mehr sehen konnte und auf dem rechten Auge nur so ganz, ganz wenig und sehr verschwommen und überall waren Lichter und alles hat geblitzt. Sehr, sehr unangenehm. Aber ich habe auf einer Neurologie gearbeitet. Ich wusste, dass es ein Migräneanfall ist. Auch wenn ich davor nie Migräne hatte. War auch in der Corona-Höchstzeit schön 2020. Erster Migräneanfall meines Lebens. Schön voll Stress. Und dann noch wegen dem Schwarztee. Noch mehr Stress. Schön. War angenehm. Mensch, Corona-Pandemie im Krankenhaus. Ja, und da hatte ich so einen Migräneanfall, konnte nichts mehr sehen. Also, wenn ihr sowas habt, könnt ihr natürlich auch sofort ins Krankenhaus gehen. Oder auf jeden Fall zu eurem Arzt. Es kann auch, muss keine Migräne sein. Vor allem diese Symptome, diese starken Kopfschmerzen und dass man nichts mehr sehen kann, kann natürlich auch ein Schlaganfall sein. So. Hallo, Cam? Hallo? Dankeschön. Warum die mich auch immer gerade unscharf gestellt hat. Kann natürlich auch ein Schlaganfall oder eine Hirnblutung sein. Also vor allen Dingen eine Hirnblutung eher als ein Schlaganfall. Könntet ihr natürlich auch ins Krankenhaus gehen. Ich hätte auch tot sein können, aber bei mir war es halt nur eine Migräne. Also wenn ihr euch grundsätzlich unsicher seid, geht lieber ins Krankenhaus als einmal zu wenig.
Merkwürdig. Irgendwas ist immer, irgendwie ist immer alles ungesund. Du, es ist halt auch alles ungesund. Alles kann dich töten. Jedes einzelne Essen auf der Welt kann dich töten. Die Sache ist halt, du darfst halt nicht alles zu viel essen. Grundsätzlich, wenn du zu viel Kaffee trinkst, ist es ungesund. Wenn du zu viel Tee trinkst, also Schwarztee, ist es ungesund. Wenn du zu viel Wasser trinkst, ist es ungesund. Wenn du zu viel Fleisch isst, ist es ungesund. Wenn du zu viel Milch trinkst, ist es ungesund. Wenn du zu viel Obst und Gemüse isst, ist es ungesund. Alles ist ungesund, wenn du es in Supermassen isst. Eier sind ungesund. Du musst es halt einen Ausgleich finden zwischen allen. Und dann wirst du auch gesund bleiben. Also, das ist nicht so, dass du halt täglich Fleisch essen kannst. Der Mensch, also. Kannst halt nicht täglich Fleisch essen. Das sollte man auch nicht, weil es ungesund einfach ist. Das ist zu viel. Ihr wisst, was ich meine. Im Vergleich, Warcraft 3, die Forge und Milch. Was macht den Körper mehr kaputt? Warcraft 3 beforscht eher die Seele. Die Milch dann den Körper. Bin wieder da. BB. Damals in den 20ern. Kann jeder Migräne bekommen, auch wenn man sowas eigentlich nicht hat? Ja, man kann. Also, ich hatte davor, vor diesem Vorfall, auch keine Migräne und hatte danach nie wieder mehr Migräne. Also, ich hatte danach schon wieder Migräne gehabt, weil ich es nämlich ausprobiert habe, woran es lag. Und es war halt bei mir der Schwarztee. Ich habe es nämlich dann halt immer wieder ausprobiert und es war der Schwarztee gewesen. Du kannst einfach so Migräne bekommen. Es gibt auch. Also, du musst dann halt gucken, was der Auslöser ist. Bei mir ist es halt der Schwarztee gewesen. Kann natürlich immer wieder kommen. Damals in den 20ern. Es war schon ein richtig gutes Meme. Es war schon sehr, sehr geil. Ich habe sehr gefeiert, Sibo. Ich habe mich totgelacht heute. Danach habe ich 20 Minuten geweint, weil alles funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich sollte den hier R4. Und er rennt genau in die falsche Richtung. Kann er aufhören, dahin zu rennen? Bitte, bitte, bitte pull doch nicht. Leute. Die kommen her. Jesus. Ich hatte ein bisschen Angst. War in den 20ern nicht auch dieses Warcraft 3 Reforged? Sag das doch nicht einfach so. Muss mich vorfahren. Oh no, no, nicht schwere Hirnblutung. Alles kann dich töten, außer Malörchen. Der ist zu skinny und arbeitet daran, dass es auch so bleibt. Indem er sein Essen ungenießbar macht. Du? Es ist nur einmal verbrannt und das war heute, weil ich zu viel Ether-Containing gesuchtet habe. Ach ja. Bisschen Heroin geht schon klar. Du? Beim ersten Mal wirst du wahrscheinlich auch nicht süchtig. Habe ich jedenfalls gehört von Süchtigen. Ja, ist schon interessant. Bei Kaffee, wie gesagt, ist das Problem, dass du Magenprobleme bekommen kannst. Du kannst sehr, sehr eine Ulkus quasi bekommen durch den Koffein und durch halt den Kaffee, weil er zu sauer ist. Grundsätzlich, was auch die bessere Kaffeealternative ist, also nicht Alternative, sondern ich weiß nicht, wie ihr euch euren Kaffee macht. Es gibt ja diese guten Zensiermaschinen, da läuft einfach in diesen Kaffeepads, da läuft einfach, macht ihr zu, läuft Kaffee wie in einem Filtersystem quasi durch diesen kleinen Filter und dann habt ihr Kaffee. In der normalen Filterkaffeemaschine, wie es in den meisten deutschen Haushalten üblich ist, habt ihr eine Kaffeemaschine. Dort wird Wasser erhitzt auf meistens 100 Grad. Das ist wichtig, dass es 100 Grad ist, weil darauf komme ich gleich zurück. Und dann macht ihr quasi einen Kaffeefilter rein, macht da so viel Kaffee rein, wie ihr wollt. Ihr könnt selbst dosieren, was sehr gut ist. Und dann läuft der Kaffee da rein und am Ende habt ihr Filterkaffee.
Das ist der handelsübliche Kaffee, den ihr meistens in Deutschland bekommt. Dann gibt es die quasi italienische Variante. Es gibt eine Espressomaschine. In dieser Espressomaschine macht ihr Wasser rein natürlich, macht sehr, sehr starken Kaffee in einen kleinen Becherchen, in einen kleinen Druckbehälter, macht ihr quasi zu mit einem Hebel und dann wird der Kaffee mit einem Druck durch diesen Druckbehälter gepresst und dann kommt Espresso raus. Diesen Espresso könnt ihr natürlich zu Cappuccino oder zu Latte Macchiato ändern, je nachdem wie viel Milch ihr dazu gibt. Auf ein Espresso ein Glas Milch, beziehungsweise ich glaube 100 Milliliter sind immer ein Cup, also ein Cup Milch ist dann ein Cappuccino. Wenn ihr zwei Cups Milch dazu gibt, ist es quasi dann ein Latte Macchiato. Dann gibt es, ich glaube, eine Filter-Variante, die ihr verwenden könnt, die ich jetzt zu Hause sehr oft verwende, ist wie die Wiener Kaffeekultur. Wiener Kaffeekultur ist meistens, ihr habt einen Filteraufsatz auf einem ganz normalen Becher drauf. Also quasi, stellen wir jetzt mal vor, das hier ist der Becher. Dann macht ihr hier diesen Filteraufsatz drauf, macht da einen Kaffeebeutel rein, macht euren Kaffee rauf und kocht mit euren supermodernen Wasserkocher. Ich habe tatsächlich einen, wo man die Temperatur einstellen kann, auf 95 Grad. Dann hat es nämlich genau die perfekte Säure. Schmeckt auch sehr viel besser als meistens in der normalen Filterkaffeemaschine. Macht ihr quasi oben Wasser rauf und immer wieder Wasser rauf, so viel Kaffee ihr halt haben möchtet. Schmeckt sehr viel besser. Könnt ihr euch selbst designen und quasi durch die Wasserqualität und durch die Wasserhärte und durch die Hitze des Wassers, also wie heiß dieses Wasser ist, verändert sich tatsächlich relativ viel. Das hätte ich nicht gedacht zum Anfang, aber der schmeckt schon anders. Kommt natürlich dann auch immer auf die Kaffeebohnen an, die ihr benutzt. Ich mache es meistens so, dass ich mir also eine Kaffeemühle gekauft habe, beziehungsweise einen Mixer, der aber auch Kaffee mixen kann. Dann hole ich mir Kaffeebohnen und mache da quasi den Kaffee rein und dann habe ich Kaffeepulver. Ich bin Kaffee-Experte übrigens geworden. Mir gibt keine Probleme von Kaffee, nur du hast Probleme. Ich mag es nicht, wenn Malörchen von seinem Fachwissen erzählt und mir alles Gute das Leben kaputt macht. Heroin zum Beispiel. Wer Kapselkaffee trinkt, hat seine Kontrolle über sein Leben verloren. Ich trinke keinen Kaffee. Timeout von Naras. Ja, okay. Du, Naras, also ich kann dagegen auch nichts sagen. Es ist schon ein guter Timeout gewesen. Naras hat 0 Ziele 69 Sekunden in Timeout versetzt. Okay, Machtmissbrauch auf höchster Stufe, aber gerechtfertigt. Van Plisioia ist ein Ketzer und er gehört der dunkelsten Seite an, nicht Kaffeetrinker. Pff. Naras hat den Timeout aufgehoben. Hau mal eine günstige Vollkaffeeautomaschine raus. Ich habe tatsächlich vollautomatische Kaffeemaschine ist es nicht unbedingt, aber ich habe eine von De'Longhi, die sehr, sehr gut ist. Es ist ein Espresso-Automat, aber mit Milchaufschäumer dran. Das bedeutet, eigentlich ist es ein Kaffeeautomat. Ich muss mal gucken, wo der ist. Der war letztens mich... Oh, fuck. Ich muss ein bisschen aufpassen. Bei Otto im Angebot gewesen. Und deswegen hatte ich mir die gekauft. Ich muss mal gucken, ob ich die jetzt so auf Anhieb finde. Hier! Hab sie gefunden. Hier, De'Longhi Espresso-Maschine für 105 Euro. Runtergesetzt von 140. Die habe ich mir gekauft. Warte, ich kann es mir eigentlich mal... Ich mache es auf dem großen Bildschirm. Woo. So, by the way, ich esse gerade asiatisch und es ist mega scharf. Mein Mund brennt beim Atmen. Ich liebe es. Ey, scharfes Essen schmeckt auch echt gut. Also kommt drauf an. Es kommt auf die Schärfe an. Es gibt ja verschiedene Schärfe gerade. Und auch verschiedenes Essen. Bei manchen Essen passt Schärfe halt auch einfach nicht. Aber ich mag scharfes Essen auch ganz gern, muss ich sagen. Mm-hmm.
Das ist die Espressomaschine, die ich habe. Was mich so ein bisschen stört, ist, das ist eine Kaffeemaschine, die kannst du eigentlich nur alleine benutzen. Wenn du zu viele Kaffee mit dieser Kaffeemaschine machst, dann überhitzt die sehr schnell und funktioniert nicht mehr so gut. Aber wenn du so ein, zwei machst, dann klappt das schon ganz gut. Das ist quasi dieser Griff, von dem ich erzählt habe, kann halt hier, dann machst du Milch mit diesem komischen kleinen Gerät hier. Kannst du halt die Milch machen. Da ist halt Kaffee und Tee. Mit diesem komischen Dings machst du halt hier, diesen kleinen Hebel, machst du halt das an, dass da, also hier rausgespült wird. Ganz nett. Ich finde die gar nicht mehr so schlecht. Dazu natürlich noch den guten Kaffee der Berliner Kaffeerösterei. Und dann. Perfekt. Diese sehr günstig. Ich mag auch scharfes Essen. Deswegen gucke ich beim Essen erotisch. Boah. Scharf essen, deswegen gucke ich beim Essen erotisch in den Spiegel. Oh, ist das schlecht. Oh Gott, da tut mir alles weh. Mach mal eine zweite Tasse. Jo, in 10 Minuten ist die fertig. Ach nee, lass mal. Ich gehe zu Starbucks und kündige die Freundschaft, du Freak. Starbucks ist auch kein Kaffee. Obwohl manche Kaffee schmeckt da schon ganz lecker. Also, das ist halt kein Kaffee, muss man auch sagen. Aber schmeckt halt ganz gut. Ich gehe zum Beispiel zwei Läden. Gehe ich ganz gerne Kaffee trinken. Einmal gibt es ein. Ich werde gerade angerufen. Wartet mal. So, ich habe mich für morgen verabredet mit Warcraft 3 Reforged, das beste Spiel der Welt. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung. Mir kam es da kurz hoch. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist, ich gehe ganz gerne zu Café Fellas. Café Fellas ist auch eine relativ große Marke, sowas wie Starbucks verkauft auch so kleine Küchlein und auch Kaffee. Und da gibt es momentan den Salted Caramel. Alles mit Salted Caramel. Irgendwann gibt es Salted Caramel Steak, weil es so gut schmeckt. Alles mit Salted Caramel, obwohl der Kaffee schmeckt echt gut. Salted Caramel Kaffee mit Sahne drauf ist halt nicht so wirklich Kaffee. Man schmeckt schon den Koffein und dass ein bisschen Kaffee drin ist, aber es ist halt eine Süßigkeit. Also es ist halt eigentlich mehr Eisbecher als alles andere.